Weißt du, ich wohne bei mir am Hausarzt. Du hast einen Arzt im Haus? Das ist doch der Doktor, wo ich immerhin gehe. Ah, der Doktor immerhin, ah. Ja, und da habe ich mich ins Röntgen lassen, das sollst du auch ins machen. Röntgen habe ich einmal gemacht, bis ich bei dir gestorben. Aber da kann man doch nicht bei sterben. Es gibt Leute, die sterben für immer. Vergesse nie, wie ich in dem Uhr stand, in dem Blas schief hier da. Ich war um 5:45 bestellt. Mhm. Ich rief innen, atmen, nicht atmen. Jetzt nicht mehr atmen, nicht mehr atmen. Ja, und da? Dann sind in der Mittagspause gegangen, muss das vorstellen. Ja. Kannst du nicht mehr hin. Kannst du vergessen. Kann man nicht mehr hin. Hast du ähnlich ein Ding im Alter auch ein Hobby? Ich habe mehrere Hobbys. Ich schuppeniere schon lange. Ja, was meinst du dann? Ich war damals, habe ich Bergstein gemacht. Mhm. 8000 ganz allein gemacht. Da war ein Low-Freak, kann ich das sagen. Mag ich auch nicht mehr. Ich bin 14 noch gewesen. Ja, und? Küstenpuffer, so ist da, was soll das? Dann habe ich die Taucherei angefangen. Unterwasserwelt habe ich studiert. Es war herrlich. Ich habe die Haie mit der Hand gefüttert. Guck mal hier. Wahrhaftig. Das ist gefährlich, das kann man nur zweimal machen. Aber du musst ja alle 20 Minuten auftauchen, weil die Flasche leer war. Da habe ich meine größere Flasche mitgenommen. Eine schwere Flasche. Auf Französisch, so eine Ömmes. Da kannst du 4 Stunden unter Wasser bleiben. Toll. Und eine halbe Stunde ist immer so schlecht geworden. Wir waren ja so flau geworden. Herr. Ja, Moment, oh. Womit bist du dann getaucht? Da war so ein Rotflasch, da stund Popan, ja, stopp. Ich kann dir sagen. Ich habe immer noch Brandflecken in der Unterhose. Mehr brauche ich nicht zu sagen. Ja, weißt du, da kann ich dir nur eins sagen. Da habe ich doch ein viel schöner Hobby als du. Du hast immer was Besseres. Oh, jedes ja. Mal hast du was Besseres wie ich. Aber jedes Mal. Jedes Mal hast du was Besseres wie ich. Das muss mal gesagt werden. Aber jedes Mal. Ja, jedes passt Mal. So. Ich fahre jeden Sonntag mit meiner Frau zusammen in die Tröne. Hat er kein Bett daheim? Auf eine ganz große Wiese. Hallo, kleine süße Sau, du, hä? Was macht er dir da ein Nippelchen suchen, hä? Da lassen wir doch immer einen fliegen. Wir sind so ja mit 20 Mann im Verein. Und die lassen all eine fliegen? Ja. Scheiß Verein. Und jeder hat eine Fernsteuerung. Die sind ferngesteuert? Mhm. Ist gerade eine Nummer, wer ist von dir hier? Oder? Moment, die sind noch alle bei der Boss angemeldet. Wie hält da die Briefmarktgruppe? Da hat doch jeder seinen eigenen Kanal. Anni auch! Aber das ist doch wichtig. Wieso? Ja, sonst haut doch einer der andere runter. Und stell dir vor, die Thermik. Wie heißt das? Das ist die Wärmluft, wenn die sich voll unge langsam löst. Und steigt nach oben. Dann kann es passieren, dass die bis in der Wolke fliegen. Ich habe vorher war eine Pflege lassen, das ist ja nicht mehr wiedergekommen. Der war weg? Der war weg. Du hast einen fliegen lassen? Mhm. Der war weg? Ja. Einfach so? Einfach so. Ohne Tschüss zu sagen? Warst du traurig, wie der weg war? Ja, was denkst du dann? Oh, da muss eine Jodi gewesen sein, also. Meine sehr geschätzten Damen und Herren, man muss sich ja auch mal in seine Lage versetzen, ne? Er hätte jetzt eben das scheiß Hobby, ne? Und man hängt da dran, denkt an nichts Böses. Weg ist sie. Wer weiß, ob man den jemals mal wieder riecht, oder wie heißt das? Ja, ich weiß nicht, wie der Film. Rons, du hast doch überhaupt keine Ahnung von der Fliegerei. Was ist du, schöner Fifi? Ich hab den Flugschein. Du und der Flugschein? Ich habe jahrelang bei der Lufthansa gearbeitet. Aha. Ich habe früher einen Bimbo geflogen. Moment, du meinst eine Jumbo.
Hast du den Flugschein oder ich hier, hör mal? Ich hab schon alle Modelle geflogen. Hab damals Chester-Maschine geflogen, Bahama-Flüge, kennst Island, Nassau. Toll. Mit 6 Damen an Bord. Mit 6 Damen? Da waren dann 30, kann ich das sagen. Wieso das dann? Ich hatte vergessen zu danken. Ja, was hast du dann da gemacht? Da musste ich notlanden. Und wo? Auf einer unbewohnten Insel. Mhm. Unbewohnt? Vorher. Da war ich 6 Jahre vermisst mit 6 Frauen. Ich kann dir sagen, du, ich kann das Wort Sex nicht mehr hören. Das glaube ich. Alle Frauen wollten nur mich. Mich und nochmals mich. Wieso? Ja, war ja kein anderer da, ne? Oh. Die Hansche Zenke mich, die haben eine eigene kleine Bambushütte kilometerweit auseinandergebaut. Alle wollten sie mich haben. Das war eine Lauferei. Weil mir sind mir abends die Füße wiegetan haben. Aber sonntags hatte ich frei. Ja, was hast du dann da gemacht? Da bin ich auf den höchsten Berg geklettert, habe ich geguckt, ob Hilfe kam. Ist denn Hilfe gekommen? Yes, it is coming. Ein Mann auf einem Floß, ganz einsam. Ich war so glücklich, 4 Tage frei. Ich an den Strand, hab den umarmt, sag schon, wo bin ich froh, dass du da bist, wie heißt du dann? Denn ich heiße Detlef. Wollen wir gesund auch hin, kannst du ja fürchten, ne? Ja, und stimmt da nämlich das doch schon, dass in Australien warst? Australien, da war ich, da müssen wir hin, eine schöne Stadt. Was ist das doch, ein Riesenland? Aber groß. Aber solche Kaninchen laufen da stehend, ja, wo solche Kaninchen? Ja, für so eine Bügel haben die, weißt du. Eine Bügel? Beutelkaninchen wahrscheinlich. Solche Apparate, du. Diese müssten mal bei uns mit den Rennpferden gekreuzt werden. Wieso, was bringt das dann? Da können die Jockeys auch im Regen reiten, das ist gut. Und die Eingeborenen sind so schwarz. Ich hab mal nachts 4 Stück umgelaufen, ich hab die ja nicht gesehen. Ich sage, Jungs, wenn ihr nachts rumlauft, nehmt der Bambusröhre mit, der blöste Rind, da weiß ich, wo du stehst. Ja, was ist das da für ein Ding? Die Rippetitipetitipti heißt das Ding, ne? Wie heißt das? Kennst du das? Der Zug und die Rippetitipti, jede Suche, so. Oh. Ehrlich. Sieht nicht die Mähne, ich bin bekloppt. Hör uns, hast du denn eine eingeborene 90C, wie mir hier Musik gemeldet? Ich hab mir einen Flitsch dabei. Mhm. Ich habe die in einen Kreis gesetzt, da hab ich mich da mitten in den Ring gestellt, da hab ich ein Lied komponiert für die. Soll ich da mal spielen? Ja. Machen Sie mit! Schön, mach mal einen Kreis hier vorne. Das hab ich mir gedacht. Gut. Auf jeden Fall hab ich das Lied gespielt, da glauben Sie mir, die haben mich angeguckt wie ein Weltwunder. Wie die geguckt haben, vergesse ich meinem Leben nicht. Die haben geguckt und ich habe gespielt. Ja, was hast du dann gespielt? Wie die geguckt haben, kann ich überhaupt nicht mehr vormachen. Die haben geguckt, die Blicke, vergesse ich nie. Und ich habe gespielt. Genauso wie sie jetzt gucken, haben die auch geguckt. Da haben die da drüber ausgepackt. Und da ist Jassi über.